Attack von rechts zum Breaken. Aber ich kann es immer noch nicht. Sag, das ist ein Spiel. Ich schwing auch so wieder. Thank you.
sicher meinst du. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Billardspieler. Ich möchte euch bitten, das Einspiel einzustellen und eine nächste Bitte, wenn man sich draußen ein bisschen bei der Arena versammelt, denn die Touch beginnt um 9.10 Uhr mit dem ersten Livestream und der Achim Gabe und die Helga von Touch hätten gerne auch ein paar Leute im Hintergrund. Wir wissen, es ist schwierig, um 9 Uhr morgens hier die Augen aufzumachen. Aber ich möchte euch bitten, hier rauszukommen ins Atrium zur Arena und na, dann ist es schon wichtig. Und in 2 Minuten legen wir los. Wir brauchen ein bisschen Publikum für hier das Fernsehen und für den Stream. Sind noch ein paar Leute drinnen, auch an die, liebe Kiki und so weiter, die große Bitte hier rauszukommen, auch vielleicht ein bisschen hier hinten rum zu stehen, dass man auch ein paar schöne Bilder für die Leute zu Hause oder wo auch immer sie sind. Amen. Also warst du ja schon Bescheid. Ich rufe euch auf, ihr geht's dann rein. Verdammt, jetzt habe ich mein Frühstücksbier vergessen. Was? Das würde ein bisschen die Nervosität. So, Frank, könnt ihr da ein bisschen hochkommen bitte, sagt der Achim. Der ganz große da hinten ist nicht zum Spaß so groß, der ist deswegen so groß, weil er den Überblick hat. Und wer ihn noch nicht kennt, der Mann mit dem hohen Haaransatz, das ist der Achim Gabe vom Touchpoint. Bitte gerne. So, vielleicht wäre ich gerade kurz gereicht. Ich soll noch 2, 3 Worte über das Mikrofon an die Herz seiner liebste Helga Ackermann sprechen. Beim Dutch Stream Team, das bringt sich überhaupt noch Stream Team an. Die Technik zuständig ist nämlich die liebe Helga. Also hier ist eine Männerdomäne durchbrochen. Achim kriegt nichts zu tun, der macht alles kaputt, wenn es um die Technik geht. Also die Helga hat alles im Griff. So, ein gut. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Billardspieler hier bei uns in Salzburg zu den diesjährigen, zu den Salzburg Open 2016. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen, eure Spieler. Die erste Gruppe ist da, die zweite kommt erst. Spieler aus 8 Nationen spielen in den nächsten 2 Tagen um ein tolles Turnier, Preisgeld und ganz, ganz tolle Trophäen, die wir haben. Möglich werden die Salzburg Open nur dadurch, dass wir sehr viele Sponsoren haben und auch sehr großzügige Sponsoren, weil wir alles in allem hier nochmal über 6.000 Euro auf das Preis oder auf das bezahlte Startgeld drauflegen und hier mal ein ganz, ganz
kräftiger Applaus an die Firma HR Automationstechnik, Bauart, Kamui, Fight Billiard und viele, viele andere größere und kleinere. Ein Novum in diesem Jahr, Salzburg Open im Kuhlhof, wir feiern heute einfach dieses Jahr 20 Jahre Jubiläum und das erste Mal streamen wir hier ein Spiel in Full HD mit 5 Kameras live im Web über Sport Deutschland und auch über unsere Webseite. Möglich wird das nur durch das Team des Touch Stream Teams, die hier bei uns zu Gast sind und uns, die Salzburg Open, und da sind wir sehr froh und sehr stolz darauf, in die Tour, in die German Tour mit aufgenommen haben und das German Tour endet auch mit einem großen German Masters. Ich weiß zwar den Austragungsort nicht, aber ein paar hundert Teilnehmer werden da sein. Ein riesen Turnier, ich war letztes Jahr dabei, müsst ihr unbedingt versuchen, euch hier zu qualifizieren. Ein riesen Dank an das Team vom Touch Magazine. So, und die schon mal dabei waren bei uns in Salzburg, wissen, dass wir auch im Startgeld inkludiert ein Essen für jeden haben. Das wird heute um die Mittagszeit serviert werden. Wir rufen dann nochmal extra aus, wann das Essen bereitsteht. Wird es über den Nachmittag bis zum frühen Abend verfügbar sein. Ihr habt alle eine Essensmarke bekommen. Mit der löst ihr das ein und bekommt euer Essen. Verhungern sollten Salzburg bitte niemand. Nein, auch nicht verdursten. So, und nicht verdursten, heute Abend haben wir die Players-Party mit einer ganz tollen Live-Musik, mit einem Sänger, der sehr schwer zu bekommen ist, mit Manfred Kirchmeier hier aus der Salzburger Gegend. Also heute Abend ca. 21 Uhr machen wir dann auch die Auslosung für morgen für die 32er Finalrunde und die Players-Party. So viel zum Ersten. Geht es erstmal um den Modus. Wir spielen 9-mal in den Vorrunden auf 6 Gewinnspiele, in den ersten beiden Hoffnungsrunden auf 5 Gewinnspiele. Morgen in der Finalrunde auf 7 oder höher, je nach Zeitplan, weniger auf keinen Fall. Wir spielen ähnlich wie in der Eurotour, das heißt, die 9 wird auf dem Punkt aufgebaut, die 1 ein Stückchen weiter vorne, es gibt eine Markierung dazu. Wir spielen ohne Schiedsrichter, der Gegner ist der Schiedsrichter, sollte es Streitigkeiten geben oder absehbar ganz knappe Entscheidungen anstehen, bitte vorher zur Turnierleitung kommen und einen Schiedsrichter anfordern. Der kommt dann auch zu euch und wartet das ab und entscheidet. Spätere Reklamationen wird es wahrscheinlich schwierig sein, die zu machen. Wir spielen Wechselbreak und wir spielen mit Kitchen Rule, aber ohne Breakbox. Das heißt, Break darf ganz Kopfhände erfolgen und 3 Bälle müssen hinter die Kopflinie oder wenn einer fällt, fällt um die weniger. So, alles klar. Wenn es noch Fragen gibt, einfach zu uns zur Turnierleitung kommen. An der Turnierleitung sitzt unser Florian. Wo ist er? Gut versteckt irgendwo. Der Florian ist eigentlich die Person, der einen Riesendank oder den größten Dank vielleicht gebührt. Florian ist der, der die Webseite betreut. Also alle eure Anmeldungen sind hier immer über Florians Computer gegangen. Alle E-Mails und Antworten, die ihr bekommt, alles von Florian. Florian, riesen Job. Ganz ein dickes Danke. Super, Florian. So, somit möchte ich die ersten Partien aufrufen und sonst die folgenden Partien werden dann immer je nach Verfügbarkeit der Tische aufgerufen. Wir beginnen hier in der TV-Arena auf Tisch Nummer 17, live im Stream vom Stream-Team. Team Mario aus Österreich gegen Daniel Gebhardt aus Deutschland hier auf Tisch 17. Dann beginnen wir auf Tisch 1, Kettenhunger Pascal gegen Kajas Erol. Tisch Nummer 2, Huber Wichert gegen Reiter Christian. Tisch Nummer 3, Huber Stefan gegen Rettenbacher Silvia. Tisch Nummer 4, Reischer Markus gegen Kramhüller Thomas. Tisch 5, Stolte Billy gegen Lamberti Ingo. Tisch Nummer 6, Markut Alexander Kemeter Volker. Tisch Nummer 7, Rengis René gegen Knittel Thomas. Auf Tisch Nummer 9, Ludwig Sebastian gegen Bühler Gergeli. Auf Tisch 10, Wendel Thomas gegen Messingschlager Markus. Tisch 11, Schöpf Daniel, Kandrian Ursin. Auf Tisch 12, Gelfer Daniel gegen Robert Balthasar. Auf Tisch 13, Fröhlich Christian gegen Hütter Tobias. Auf Tisch 14, Meier Andreas gegen Hager Armin. Auf Tisch 18, Pandur Mirzet gegen Laupitz Jörg.
und auf Tisch 19 Meister Martin gegen Lechner Maximilian. Ich wünsche euch und uns ein tolles, spannendes, schönes Billardwochenende. Es freut uns, euch als Gäste hier beherbergen und begrüßen zu dürfen. Viel Spaß, gut Stoß und danke, dass ihr da seid. Wenn das Spiel beendet ist, gibt es einen Button, der da heißt Spiel beendet. Dann weiß auch die Turnierleitung, dass das Spiel fertig ist. Und wir können die nächste Partie. Also, gut Schluss. Was heißt nächste Spielpause? So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was meinst du, welche Spiel? Jetzt wurde ich kurz unterbrochen nach dem Break von Mario Hee. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei den Salzburg Open. Wir sind hier live. Die erste Partie hat gerade angefangen. Mario Hee gegen Daniel Gebhardt. Mein Name ist Tobi Heuss. Ich führe euch ein bisschen durch die Partie hier. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Das erste Break lief ganz gut für Mario, zwei Bälle gefallen, mehr als eine über der Kopflinie. Er sieht die 1, ist noch ein bisschen skeptisch. So, der Mario hat eine schwere 1 gelocht, hat Stellung auf die 3. Die Partie liegt offen, sollte kein allzu großes Problem für ihn sein. Hat vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten an der 4 vorbeizukommen mit der 3, aber... Ah, und so hat er die 3 verschossen. Jetzt sind wir das erste Mal in Daniel Gebhardt am Tisch. Daniel ist ein Spieler aus dem Großraum München, kommt aus Richtung Augsburg, ist jedes Jahr hier dabei bei den Salzburg Open. Ich habe ihn bis jetzt immer gesehen. Spielt auch ein ordentliches Billard. Werden wir sehen, wie er sich schlägt gegen den Mario. Aber hier in der ersten Partie hat er gute Chancen. Die Partie liegt offen. Werden wir sehen, ob die Nervosität für ihn vielleicht eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob er es schon so oft gemacht hat, auf Livestream-Tischen zu spielen. So, die 6 ist jetzt noch ein bisschen tricky in die Mitte, aber wenn er die reinmacht, dann sollte die erste Partie an ihn gehen. Er macht die 6, die 7 und die 9 liegen vorm Loch. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist 1:0 für den Daniel Gebhardt. Genau, da macht er die 9, 1:0 für den Daniel.
So, jetzt jemanden Daniel breaken. Ist nichts reingefallen. Aufgebaut wird hier wie bei der Eurotour. Die 9 kommt auf den Kopfpunkt, Fußpunkt. Und das macht das Break natürlich ein bisschen schwieriger. Und viele Spieler haben ein bisschen Probleme, die Kugeln zu lochen. Aber der Mario, der ist es gewohnt von der Eurotour. Hat sowieso ein sehr gutes Break. Der Daniel wird sich da ein bisschen schwerer tun, Bälle zu lochen. Super Stoß auf die 2, hat sich der Mario jetzt die Partie komplett geöffnet. Stellung von der 5 auf die 6 ist vielleicht noch ein kleines Problem, aber das sollte er doch im Griff haben. Der Mario ist ja neben Albin Uschan einer der beiden absoluten Topspieler aus Österreich. Es gibt natürlich viele sehr gute Spieler in Österreich, aber die beiden stechen doch deutlich hervor. Albin allen voran mit seinem Weltmeistertitel dieses Jahr. Der Mario hat dieses Jahr seine erste Eurotour gewonnen. Da muss man auf jeden Fall von absoluter Weltklasse sprechen. So, er hat jetzt, glaube ich, ein bisschen wenig Winkel auf die 5. Ja, man sieht es auch in der Körpersprache, dass er nicht zufrieden ist. Mir wurde gerade gesagt, ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil die Spieler das sonst eventuell hören könnten. Das soll ja nicht Sinn der Sache sein. So, jetzt ist genau die einzige Schwierigkeit, dass ihm in die Quere gekommen. Hat die 5 zwar gelocht, aber hat bei der Stellung auf die 6 leicht gestriffen und hat jetzt den falschen Winkel. Jetzt hat er nicht viele Möglichkeiten, er muss wahrscheinlich die 6 leicht reinrollen. Die Weiße an der 8 stoppen. Ne, er setzt steil an. Dann gucken wir mal, was er macht. Ja, da hat er ein bisschen, ich glaube, ein bisschen zu viel versucht. Das war wirklich schwierig, dass er da mit dem Zugball über zwei Wanden auf die 7 stellt. Das ist auch zu kurz gelaufen. Und jetzt steht er wieder vor einem kleinen Problem. Dann muss er wahrscheinlich safe spielen. Straft nicht lügen, versucht den Banker. Ist schief gegangen und der Daniel hat eine gute Chance, das 2-0 zu machen. Einen langen, geraden Ball, aber wenn er den macht, sollte die Partie schon wieder zu Ende sein. Ja, dann verschießt er jetzt an die Kante. Aber Glück lässt dem Mario nichts liegen. Mario hat den Jumper schon in der Hand. Das ist eine seiner Spezialitäten. Gucken wir mal, was passiert. Er trifft die 7 zu dünn. Hätte fast Glück gehabt, ist Richtung eine Bande-Ecke gelaufen, aber hat sich im Loch gefangen. Die 7 sollte jetzt kein Problem für den Daniel darstellen. Die Stellung auf die 8 ist aber gar nicht so einfach. Sehr oft sehr unangenehm, wenn die Kugeln weit im Loch liegen. Geht da gar kein großes Risiko ein. Lässt sie ganz leicht runterrollen auf die 8. Hat wieder fast einen geraden Ball. Aber er hat gerade eben schon einen langen Geraden verschossen. Guck mal, ob es jetzt besser macht. Ja, der war drin.
ist zwar noch recht früh im Match, aber solche Bälle, die sind vor allem mental sehr wichtig. Es ist ein großer Unterschied, ob er mit 2-0 in Führung geht oder ob er einen Fehler macht und dadurch steht es 1-1. Oh. Gerade habe ich es gesagt. Und das tut natürlich weh. Zum einen verliert er natürlich die Partie und zum anderen ist ja, für den Kopf natürlich auch nicht gut, wenn man solche Bälle liegen lässt. Zumal ich mir vorstellen kann, dass die Situation für ihn sowieso schon nicht einfach ist, hier im Livestream zu spielen. Es sind noch einige Zuschauer hier, obwohl es noch so früh ist am Morgen. Da lacht der Mario. Das ist natürlich ein Geschenk für ihn. So, jetzt sind wir wieder in Mario on Break. Gespielt wird Wechselbreak hier. Ich bin auf 6 Gewinnspiele. Ja, da sieht man schon den kleinen Unterschied zu Daniels Break. Der Mario ist halt gewohnt, mit der 9 auf dem Fußpunkt zu spielen. Der weiß ganz genau, was er machen muss. Und für jemanden, der das Break vielleicht nicht so gut kennt, ist es wirklich schwierig, dass man sich da ein gutes Break erarbeitet. So, was hat der Mario hier liegen? Kein offener Ball, ja, eventuell eine Kombi, die ist aber nicht einfach. Eine Safe, auch nicht wirklich einfach. Und ich sage immer, wenn beides schwierig ist, dann versuche ich lieber den Ball zu lochen, weil Safe kann ja trotzdem noch liegen bleiben. Er hat die Kombi verschossen. Hat kein Glück bei der Ablage. Lässt eine gerade 2 für Daniel liegen. Ja, wie sieht die Partie aus? Die 6 ist ein bisschen verdeckt von der 9. Aber wenn er einigermaßen vernünftig auf die 5 stellt, sollte es kein großes Problem darstellen. Zwei auf drei, bisschen zu weit gezogen. Da will man die Weiße nicht haben. Jetzt läuft er natürlich automatisch in die 4. Weiß nie genau, was passiert, wenn man in Kugeln reinläuft. Deswegen versucht man das natürlich zu vermeiden, aber ja, gucken wir mal, was er macht. Ja, spielt die 3 zu dick. Und wie gesagt, hätte er jetzt die 3 gemacht, hätte er auch keine Stellung auf die 4 bekommen. Ist immer schwierig, vorher zu wissen, was genau passiert, wenn man in die Kugel reinläuft. So, Mario braucht jetzt die Oma. Oder die Verlängerung, je nachdem. Man nennt sie ja ganz gerne Oma im, ich sag mal, Fachjargon. Aber im Prinzip ist es einfach nur eine Verlängerung, wenn man an den Ball nicht rankommt. So, hat jetzt ganz gut auf die 4 gestellt, aber die Stellung war nicht so wichtig. Wichtiger ist die Stellung auf die 5, damit er gut auf die 6 kommt. Hier, sehr schöner Stoß. Der Mario ist bekannt für seinen wirklich wunderschönen Stoß. Ganz, ganz weich und mit sehr viel Wirkung, ohne viel Aufwand. Ist jetzt gerade auf die 5 für zurückziehen, eine Bande runter an die kurze Bande. Genau, schön zwischen 7 und 9 durch. Mit Nachlauf 2 Banden raus. Schön auf die 7. Oh, läuft fast ein bisschen zu weit. Ja, da haben beide noch ein bisschen Probleme mit dem Tisch. Kann mir gut vorstellen. Ich habe jetzt nicht drauf gespielt, aber das Tempo ist nicht so einfach vom frisch bezogenen Tisch. Die Lampen machen ihn vielleicht noch ein bisschen wärmer. Die Beleuchtung ist hier ziemlich hell. Und da laufen die Kugeln vielleicht ein bisschen weiter, als man es gewohnt ist. Werden wir sehen, was der Mario draus macht. Könnte natürlich versuchen, die 7 dünn reinzuschneiden.
denke ich, macht er auch. Oder er spielt safe hinter die Neuen, ist auch eine Möglichkeit. Ah, okay. Jetzt hat er versucht, die Neuen mit einem Kischer zu locken. Vielleicht mit einer Safe-Option, die Weiße unten an der Bande halten und zumindest was Schwieriges für den Gegner liegen lassen, falls es schief geht. Und genau das ist passiert. Der Daniel hat jetzt einen sehr schweren Ball von der Bande weg. Aber den locht er ganz souverän. Der war wirklich sehr schwer. Super Ball hier vom Daniel. Und wird sich so seine zweite Partie verdienen und 2-1 in Führung gehen. Ich habe jetzt mal vorweggenommen, dass er die 9 nicht verschießt. Das war wohl nicht zu erwarten. So, 2-1 für Daniel. Ob er vielleicht seine Führung ausbauen kann oder ob der Marin wieder gleich zieht. Ja, man sieht jetzt, der große Unterschied bei den Breaks war, dass der Daniel sehr frontal auf die 1 spielt, die ziemlich gerade trifft, und das Problem dabei ist, dass wenn die 9 auf dem Fußpunkt aufgebaut ist, dass der Flügelball dann nicht fällt, wie er es wahrscheinlich gewohnt ist, wenn die 9, wenn die 1 auf dem Fußpunkt aufgebaut ist. Und der Mario hingegen, der macht ein kleines Cutbreak, trifft die 1 nicht ganz so voll, sondern ein bisschen seitlich und bringt mehr Wirkung in das Rack, und dadurch schafft er es trotzdem, dass der Flügelball fällt und bringt mehr Bewegung in die Kugeln. So, Mario hat jetzt die 1 verschossen, lang die Banne runter. Lässt aber auch nichts Einfaches für den Daniel liegen. Der versucht die 1 gar nicht, sondern spielt safe. Die eigentlich misslungen ist, aber hat ein bisschen Glück. Ist immer ganz witzig zu sehen, wie der Mario um den Tisch herumschleicht. Sehr schön gelöst, zwei Vorbanden. Oh, und da hat er wirklich Pech. Das ist schade, war ein sehr guter Ball. Hat die 1 dünn getroffen, die Weiße nach oben gebracht. Was mit Sicherheit seine Intention war bei dem Stoß. Aber hat wirklich sehr viel Pech. Und die Weiße fällt. Daniel hat es wieder Ball in Hand, und diesmal ist eine ziemlich offene Partie ohne größere Probleme. Aber auch die offenen Partien müssen erstmal runtergespielt werden. Es war ein interessanter Ball auf die 4. Ich bin nicht sicher, ob er den genauso wollte, aber zumindest hat er Stellung und die Möglichkeit weiterzuspielen. Hat aber jetzt wenig Winkel und der wird versuchen, die Weiße vielleicht ein bisschen aus der Bande herauszubekommen. Ist ja immer sehr unangenehm, von der Bande wegzuspielen. Das Problem dabei ist, ganz genau, die Kugeln klappern dann ganz gerne mal, je fester man die schießt. Genau das ist passiert, er hat versucht, zu viel mit der Weißen zu machen, hat versucht, die in die Tischmitte zu bekommen, weg von der Bande. Dadurch wird natürlich die 4 ein bisschen ungenauer, weil er versucht, das Loch ein bisschen auszunutzen. Und die Löcher sind hier relativ eng auf dem Tisch. Und schon klappert die Kugel. Hatte aber natürlich jetzt hier wieder Glück, wie wir sehen, der Mario hat wieder keinen Ball. Schaut sich die Vorbande an.
Ist eigentlich eine schöne Distanz zum Jumpen, aber leider liegt die Weiße in der Tischmitte und da kommt man nicht hin mit dem Jumper. Also muss er über die Vorbande gehen. Ich sehe jetzt nicht genau, wie viel er von der Vorbande sieht, aber wahrscheinlich schafft er es nicht, die 4 auf der rechten Seite zu treffen. Dann könnte er versuchen, die Weiße hinter der 8 zu halten. Ja, genau, das schaut er sich jetzt an. Dann sieht er sich wahrscheinlich doch voll genug. Aber er ist auch noch ein bisschen unschlüssig. Ja, trifft die andere Seite von der 4. Lässt die Weiße fallen. Die Gefahr ist natürlich immer da. Aber würde ich jetzt doch meinen, dass es ein bisschen unglücklich war. Die 4 eigentlich schön getroffen. So, und Daniel ist zurück am Tisch. Hat eine offene Partie. Mit Ball in Hand. Eine sehr gute Chance auf 3:1 zu erhöhen, die Führung. Die 6 jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg als nötig. Und schon ist sie verschossen. Ja, da war nicht einfach. Wenig Winkel, versucht ein bisschen zu bremsen, die Weiße. Und ja, lässt jetzt wieder für den Mario nicht wirklich was liegen. Mario muss jetzt safe spielen oder vielleicht ein Banker mit safe Option. Genau. Safe Option heißt, er versucht erstmal primär safe zu spielen, aber wie man hier gesehen hat, die 6 ist in die Nähe vom Loch gerollt, also er hat schon auch im Hinterkopf gehabt, dass die 6 fallen kann, aber falls sie nicht fällt, lässt er eben für den Gegner nichts liegen und falls sie fällt, hat er zumindest einigermaßen die Möglichkeit weiterzuspielen. So, der Daniel muss jetzt safe spielen. Ist aber nicht ganz einfach von hier. Trifft eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob der Mario die 6 noch sieht. Ich sehe es nicht ganz von hier, aber könnte sein. Naja, glaube ich, muss Vorbande spielen. Genau. Ja, jetzt hat er versucht, über Vorbande die Weiße hinter der 7 zu stoppen. Ist nicht ganz gelungen, die ist ein bisschen durchgerutscht. Und dann sieht der Daniel die 6 auch. Aber ist natürlich, ist nicht einfach. Muss er wahrscheinlich auch wieder safe spielen. Die 6 an der kurzen Bande unten liegen lassen. Die Weiße oben. Genau, das macht er auch. Ja, mit bisschen Glück ist noch die 9 im Weg. Nee, die hat jetzt nicht bekommen. Der Mario sieht die 6, aber wahrscheinlich bleibt ihm auch wieder nur die Safe. Ich denke, da muss er fast die 6 über Vorbande spielen und die Weiße unten halten. Genau, das versucht er auch. Trifft sie aber ein bisschen zu dünn. Hätte sie lieber wirklich voll getroffen und die Weiße unten gestoppt und die 6 an die kurze Bande oben gelegt. Ist ihm aber jetzt nicht gelungen und ja, somit hat der Daniel das Safe-Duell gewonnen. Hat zwar jetzt auch keinen einfachen Ball, aber zumindest einen machbaren. Schießt die 6 schön rein und ist die 8 im Weg? Nee, er sieht die 7. Müsste, oder doch nicht. Naja, sieht nicht begeistert aus. Man möge mir verzeihen, ich sehe es auch nicht immer ganz genau, ob er die Kugel sieht oder nicht. Ja, offensichtlich hat er sie nicht gesehen. Steigt jetzt hier wieder mit einer Safe aus. Und die ist auch gut. Die 7 schön an die kurze Bande unten. Die 9 verdeckt die 7 noch halb.
der Mario jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Er sieht auch nicht begeistert aus. Er hat eventuell die 7 eine Bande in das Loch, wo er gerade steht, mit einer kleinen Safe-Option. Aber viel mehr, weiß nicht, ist da wahrscheinlich nicht drin jetzt. Ja, was immer er auch jetzt machen wollte, ist auf jeden Fall missglückt. Aber die 7 liegt trotzdem safe, also wird er ganz zufrieden damit sein. Daniel muss jetzt über die Vorbande gehen. Vielleicht einen kleinen Bogen einbauen. Ja. Er hat jetzt auf jeden Fall versucht, die 7 zu lochen, hat er nicht geschafft. Und lässt dem Mario die 7 liegen. Diese spielt mal, die passt vorbei an der 8. Diesmal bin ich sicher, weil ich selbst sehen kann von hier, wo ich sitze. Er hat kein volles Loch, aber die 7 geht auf jeden Fall vorbei. Ah, er entscheidet sich. Ja, entscheidet sich nochmal um. Ja, hat ihm nicht gefallen, der Ball. War wahrscheinlich das halbe Loch doch ein bisschen zu klein. Entscheidet sich für die Safe und die ist wirklich gut. Weiße liegt sehr dicht an der 8. So, der Daniel muss jetzt einfach versuchen, das Foul zu vermeiden. Jetzt hier wirklich genau Resaves spielen ist natürlich schwierig in solchen Situationen. Deswegen, ich tendiere immer dazu zu sagen, solange man das Foul vermeidet, hat man auf jeden Fall noch eine Chance in dem Match, in der Partie. Aber das hat er ja nicht geschafft, ist an der 7 vorbeigelaufen, die Weiße ist auch gefallen. Und ja, 3 Kugeln im Ballhand sind für den Spieler von Marios Spielstärke natürlich kein Problem. Das sollte jetzt dann doch. Sollte dann doch das 2:2 sein. Ja, macht sie 9, souverän. Wobei, souverän kann man es nicht nennen, da muss man auch ehrlich sein. Souverän sieht es bei weitem noch nicht so wirklich aus. Aber es ist auch früh am Morgen, da muss man erstmal reinkommen. So, jetzt ist der Mario wieder hier am Break. Und ich kann wirklich nur empfehlen, bei seinem Break sich versuchen abzugucken, was er macht, weil er hat wirklich eines der besten Breaks in Europa. Jetzt straft er mich lügen, das war jetzt ja, nicht so erfolgreich, aber im Normalfall ist er wirklich einer der Spieler mit den allerbesten Breaks auf der Eurotour. Da kann man sich durchaus was abschauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich dachte eigentlich, dass nur ein Ball im Kopffeld war. Aber wahrscheinlich habe ich wieder nicht aufgepasst. Auf jeden Fall hat er jetzt keinen spielbaren Ball. Vielleicht, ja, er überlegt sich zu jumpen vielleicht. Holt sich auch das Jump Kill. Oftmals wird man meinen, das ist ein bisschen sehr offensiv, wenn Spieler dann zum Jump greifen und direkt angreifen, anstatt vielleicht einen Push zu spielen nach dem Break.
aber oft sind es auch Situationen, in denen, wenn man den Jump verschießt, eben eine gute Chance da ist, dass für den Gegner nichts Brauchbares liegen bleibt, und dann kann man sich durchaus dafür entscheiden, direkt den Jump zu versuchen, anstatt einen Push zu spielen. Jetzt hat es hier nicht geklappt, der Mario ist komplett über die Kugel drüber gesprungen. Lässt so mit dem Daniel Ball in Hand, aber eine recht komplizierte Partie. Die 5 liegt nah an der 9, hat nur ein Loch, in das sie geht, glaube ich. Also ist alles noch nicht so einfach in der Partie. Da muss er noch arbeiten. Und jetzt hat er einen ziemlich geraden Ball und die Weiße an der Bande. Das ist sind genau die zwei Dinge, die man nicht haben will. Gerade Bälle und die Weiße an der Bande. Weil das bedeutet einfach, dass man sich selbst seine Möglichkeiten raubt, mit der Weißen was zu machen. Er kann jetzt quasi nur, genau, alles was er machen konnte, ist Nachlauf spielen und die 4 lochen. Entweder leicht oder eben ein bisschen härter. Aber das war es dann auch schon an Möglichkeiten. Deswegen sollte man immer vermeiden, die Weiße an der Bande zu haben. Oder sich die Bälle gerade einzustellen. Oh, war ein recht offensiver Versuch. Die 9, eine Bande Mitte als Kombi. Aber das war jetzt auch einer der Bälle, wo nicht wirklich viel für den Gegner liegen bleibt, wenn er verschießt. Genau das ist auch passiert. Der Mario hat einen schweren Ball, muss safe spielen. Die Safe missglückt und der Daniel ist wieder zurück am Tisch. Hat jetzt zwar auch nichts Einfaches da liegen, aber trotzdem ist man immer lieber am Tisch als auf dem Stuhl. Vom Stuhl aus ist es schwierig zu gewinnen. Spielt ein sehr schönes Safe. Die 5 hinter die 9 und die Weiße nach unten. Weiß nicht, der Manu sieht vielleicht noch den äußersten rechten Rand der 5. Das werden wir gleich sehen. Naja, entscheidet sich für die Vorbande. War so ein ähnlicher Ball, wie er im Rack davor schon mal hatte. Über Vorbande die Weiße stoppen hinter der Kugel. Aber ist jetzt wieder misslungen. Vor allem war er viel zu leicht gespielt. Also der Mario hat noch deutliche Probleme, hier ins Match zu kommen. Daniel hat jetzt eine schwere 5. Hat nur ein halbes Loch. Ja, und setzt sie ein bisschen zu weit rechts. Und lässt jetzt dem Mario eine wirklich offene Partie liegen. 5 auf 6 ist jetzt noch eine kleine Schwierigkeit, aber im Normalfall ist es für den Mario kein Problem. Aber wie wir gesehen haben, hat er noch deutliche Probleme ins Match zu kommen. Ja, sehr schöner Stoß, 5 auf 6, gute Stellung. Hat dann schönen Winkel, um über die Bande wieder rüber auf die 7 zu stellen. 8 und 9 ist auch kein Problem. Also das sollte dann die 3:2 Führung für den Mario sein. Ja genau, der Score war noch falsch eingeblendet. Aber gut, das ist der frühen Uhrzeit geschuldet. Sind alle noch nicht ganz wach. So, Partie ist aus. Mario geht 3:2 in Führung. So, der Daniel hat nach wie vor ein bisschen Probleme beim Break, ist wieder kein Ball gefallen. Und diesmal hat der Mario auch einen Einsteiger.
Die 2 ist ganz in der Nähe von der 1, aber ich glaube, die ist nicht spielbar. Da muss er sich noch was überlegen. Hat er die 2 geöffnet, aber ein bisschen unglücklich. Die Weiße liegt hinter der 7. Muss er wieder jumpen. Und zumindest die letzten 2 Jumps sind fehlgeschlagen. Das macht es dann auch nicht einfacher, wenn der nächste kommt. Hier hat aber ein großes Loch, kann auch noch die 4 treffen, die 2 wird fallen. Spielt sie aber zu dünn, verschießt die 2. Die nächste Partie auf Tisch Nummer 6. Hat ein bisschen Glück. Tisch Nummer 6, Dübler gegen Lechstein. Hat ein bisschen Glück mit der Ablage, aber der Daniel hat zumindest eine spielbare Kugel. Also er sieht die 2, kann sie lochen, ist zwar sehr schwierig, aber ist zumindest möglich. Die Stellung auf die 3 ist aber das nächste Problem. Er verschießt auch die 2, die war wirklich schwer. Verschießt sie zu dünn und lässt die 2 sichtbar liegen für Mario, aber der wird wahrscheinlich auch wieder safe spielen. Genau, spielt die 2 oben an die kurze Bande, hält die Weiße unten hinter der 9. Sehr, sehr schöner Stoß. Absolut perfektes Tempo. Ja, jetzt steht der Daniel mal vor einer Aufgabe. Auf Tisch Nummer 3 Hasratri Farid gegen Farina Gordon. Tisch Nummer 3 Hasratri gegen Farina. Ja, Daniel fährt da auch vorbei an der 2. Die war wirklich schwer zu treffen. Zumal man sich natürlich auf den rutschigen Tisch erstmal einstellen muss. Da sind natürlich Vorbänder umso schwieriger. Und der ist jetzt auch schief gegangen. Aber nach wie vor liegt die 3 in kein Loch spielbar. Zumindest nicht auf einem einfachen Weg. Also muss der Mario auf jeden Fall noch arbeiten. Weiß nicht, vielleicht, wenn er Lust hat, könnte er sich eventuell die 3 auf 9 Kombi einstellen. Ne, er versucht jetzt. Oh, ist wieder schief gegangen. Hat jetzt versucht, auf die 9 drauf zu laufen, die 3 Mitte zu spielen. Aber ja, der war schon etwas gefährlich, auch der Stoß. Da muss die Richtung schon ganz genau passen. Und sieht jetzt wieder nur die Hälfte der 3. Vielleicht probiert er einen Banker. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, eine Bande Mitte. Schade, setzt ihn an die Kante. Hätte er den reingemacht, dann wäre es eine relativ einfache, offene Partie. So ist jetzt wieder der Daniel am Tisch. Hat aber wieder keinen wirklich spielbaren Ball. Er ist schon ganz witzig, das Match ist relativ gezeichnet von Fehlern, aber die werden nie bestraft, weil nie was Spielbares liegen bleibt für den jeweils anderen. So, Daniel jetzt mit einem Safe-Versuch. Ja, sieht einigermaßen brauchbar aus. Die 3 liegt nicht lochbar an der Bande unten. Die Weiße auf der anderen Tischhälfte. Auf Tisch Nummer 12, Weimar Magnus gegen Hoffmann Timo. Tisch Nummer 12, Weimar gegen Hoffmann. Oh, wunderschöner Banker von Mario, ganz stark. Ja, der war wirklich sehr schwierig. Vor allem, da gab es jetzt auch keine Option. Wenn er den nicht locht, dann hat der Daniel auf jeden Fall einen offenen Ball. Aber der war wirklich ganz, ganz sauber gelocht. Und somit hat er sich jetzt mit dem super Banker hat er sich die Möglichkeit erspielt, die Partie auszuschießen und mit 4:2 in Führung zu gehen. Aber da trennen ihn noch 5 Kugeln davon. Robert Winkel, bitte zur Turnierleitung. Robert Winkel, bitte.
hier schön noch das Loch ausgenutzt. Wenig Winkel auf die 6, aber ganz links ins Loch geschossen, um doch noch Winkel herauszuzaubern und schön auf die 7 einzustellen. Tisch Nummer 13, Simon gegen Google. Und 9 hier natürlich auch kein Problem mehr. Naja, da war jetzt ein bisschen weit gelaufen, die Weiße. Da gibt es dann auch gleich nochmal einmal kurz mit der Kreide auf den Tisch klopfen von Mario. Als Zeichen der Unzufriedenheit, aber er weiß genau, dass er den Ball im Normalfall niemals verschießt. So, das ist jetzt die 4:2 Führung. Auf Tisch Nummer 5, Schatz Mario gegen Czerwinski. Tisch Nummer 5, Schatz gegen Czerwinski. So, Mario Hehm, der Favorit in dem Match, ist 4:2 in Führung und hat das Break. Ja, man sieht, er ist wirklich unzufrieden mit dem Break. Und ich kann es verstehen, weil ich weiß genau, wie er sonst immer breakt und das ist wirklich absolut Weltklasse. Also er ist doch anderes gewohnt. Ja, ist ganz knapp. Eventuell sieht er die 2 noch. Weit genug links. Naja, er setzt einen kleinen Bogen an, aber ist natürlich auch nichts von hier. Also ich würde sagen, er muss einfach nicht safe spielen. Er hat eine sehr einfache Safe. Die 2 über 2 Banden hoch an die kurze Bande und die Weiße unten verstecken. Da sind genug Kugeln da. Oder umgekehrt, die 2 dünn unten an der kurzen Bande lassen und die Weiße hoch. Kann er beides machen. Genau. Spielt die erste Lösung. Ja, ich weiß auch nicht, warum er jetzt da so lange gehadert hat. Der Ball war doch relativ einfach zu spielen. Und ist auch sehr effektiv. Dem Daniel bleibt jetzt nicht viel. 2 Vorbanden oder vielleicht ein Jump. Auf jeden Fall nichts, was leicht zu kontrollieren ist. Oh. Das war natürlich mal ein Sahnestück. Jump über 2 Kugeln und die 2 eine Bande rein. Ja, das war natürlich jetzt wirklich ein super Ball auf die 2 vom Daniel, aber hat ihm insofern auch nicht weitergeholfen, als dass er mit der 3 nicht viel machen konnte, außer nicht safe spielen. Die hat zumindest zur Hälfte funktioniert. Der Mario sieht nur einen halben Ball. Wir werden mal sehen, wie er das löst. Auf Tisch Nummer 7, Ohr Kenneth gegen Karabik Eigen. Tisch Nummer 7, Ohr gegen Karabik. Und auf Tisch Nummer 9, Dan Thomas gegen Babel Michael. Tisch Nummer 9, Dan gegen Babel. Wow, ganz, ganz starker Ball. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Da hat die Kombi 3 auf 4 gespielt. Die war wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und mit dem Superball hat er sich jetzt wieder die Chance erarbeitet, die Partie zu gewinnen.
Auf Tisch Nummer 19 Burmeister Martin gegen Sommerecker René. Tisch Nummer 19 Burmeister gegen Sommerecker. Er liegt jetzt wieder relativ gerade auf die 6, sollte aber kein größeres Problem sein. Dann muss er eigentlich nur noch auf die richtige Seite der 8 stellen und dann ist alles gut. Aber, ja, was ist passiert? Er hat die Weiße an der Bande. Unten einen relativ geraden Ball. Das haben wir ja gerade eben schon erwähnt, dass man das auf jeden Fall versuchen sollte zu vermeiden. Jetzt muss er hier einen Stecher spielen, dass er ein bisschen runterkommt auf die richtige Seite von der 8. Technisch recht anspruchsvoll, aber für den Mario kein größeres Problem. Hat aber jetzt die Weiße in der Tischmitte, da will er sie eigentlich nicht haben. Ja, schwerer Ball auf die 8, 5-2 oder 4-3. Ist jetzt nicht ganz unwichtig. Ganz stark. Ja, der Mario lässt es immer so leicht aussehen, aber das war jetzt wirklich ein Ball, der war technisch unglaublich schwierig. Allein schon schwer zu lochen, die 8, aber dann auch noch mit Konter-FE über drei Banden auf die 9 gestellt. Ich glaube, der Mario hat da schon kleinen Ansatz gemacht, dem Gegner die Hand zu schütteln, weil er dachte, das Match ist zu Ende, aber es wird auf 6 Gewinnspiele gespielt, nicht auf 5. Also eins hat er noch vor sich. So, das Break von Daniel war jetzt leider wieder nicht erfolgreich. Ist ein bisschen schade, dass er so hart hat mit dem Break. Das nimmt natürlich viel aus seinem Spiel raus. Der Mario sieht sich jetzt einer sehr schwierigen 1 gegenüber. Stellung auf die 2 ist auch nichts Einfaches. Mal gucken, was er macht. Vielleicht die Weiße auf die 9 drauf und wieder runterziehen über eine Bande. Genau, das ist genau das, was er versucht hat. Oh Gott. Hat komplett daneben geschossen, aber der Mario Helauf hat wieder zugeschlagen. Die 9 ist über Bande dann doch gefallen. Ja, und somit ist das Match zu Ende. Etwas früher als gedacht. Aber ja, mei, passiert. Das ist 9-mal. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal für das Match und wir hören uns beim nächsten Match. Und zwar haben wir die Christina Grimm gegen den Georg Höberl. Also eine deutsche Topspielerin gegen einen österreichischen Topspieler. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder zuhört. The future of billiards training is here. Introducing the DigiQ, a small electronic coach that fits inside of a custom rubber housing and attaches to the butt end of any pool, snooker, or carom cue. Simply slide the DigiQ onto the butt end of your cue, push the power button, and then play the game of your choice. The DigiQ constantly monitors your stroke for inconsistencies and gives you immediate feedback by silently vibrating when it detects jab strokes, steering, body English or movement, standing up during your stroke. The DigiQ will force you to bear down on every shot. It will condition you to keep your head and body still during your follow-through, leading to a lasting improvement in the consistency of your stroke. The DigiQ comes in three different modes:
Beginner, intermediate, and advanced. Get serious about your game. This is Q Training Evolved. Can you beat the DigiQ? Tisch Nummer 17, Christina Brink gegen Hilvar Georg. Tisch Nummer 17, Christina gegen Hilvar.
Tisch Nummer 11, Schmidt Frank gegen Mosler Michael. Tisch Nummer 11, Schmidt gegen Mosler. Partie auf Tisch Nummer 14, Ulmann Yvonne gegen Wettbacher Peter. Tisch 14, Ulmann Wettbacher. So, da sind wir wieder zurück bei den Salzburg Open in unserem nächsten Match. Wir sehen hier zum einen die Christina Grimm, die das Ausstoßen gewonnen hat und gleich das erste Break macht. Und auf der anderen Seite ist der Georg Höberl, einer der österreichischen Topspieler. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf ein interessantes Match. Ersten Break ist nichts gefallen bei der Kiki und ein einigermaßen offener Tisch für den Georg, oder ich nenne ihn jetzt einfach mal Schorsch. Ich weiß nicht, ob er Schorsch genannt wird, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Schorsch. Das ist mir irgendwie lieber, ich weiß auch nicht warum, aber so, der Schorsch ist das erste Mal am Tisch jetzt. Macht die 1, Stellung 2. Ja, ich kann mich erinnern, er spielt sehr, sehr gutes 8-Ball. Ich habe auch hier in Salzburg, ich glaube vor 2 oder vielleicht 3 Jahren, ein 8-Ball Grand Prix mitgespielt. Da habe ich in der ersten Runde habe ich gegen ihn gespielt. Und ja, da hatte ich wirklich nicht viele Chancen. Hat er mich ordentlich abgeschossen, muss man sagen. Also, der kann auf jeden Fall das Gefühl halten. Hier die kleine Schwierigkeit war von der, oder ist von der 3 auf die 4 zu stellen. Das heißt, er braucht einen kleinen Winkel auf die 3. Den hat er jetzt, glaube ich, auch. Kann schön die Weiße nur ein Stück runterlaufen lassen und die 4 lang. Und wenn er die 4 macht, dann ist die Arbeit in der Partie zumindest gemacht. Ein bisschen unangenehm nah an der 5. Aber alles noch machbar. Ich
Ja, die vier lang runter. Jetzt die fünf rein und mit der meisten wieder irgendwo Richtung Tischmitte stellen. Ist vielleicht ein bisschen weit gelaufen. Ist jetzt eigentlich der falsche Winkel auf die 6. Man müsste da gerne auf der anderen Seite liegen, aber kein größeres Problem. Ist ja alles offen. Und es gilt nach wie vor, wer ausschießt, hat eh recht. Also ist auch egal, wo er die Weiße liegen lässt. Ja, ist jetzt recht gerade auf die 7. Bisschen zurück, wieder in die Tischmitte. Die 8 rein, wieder irgendwo Richtung Tischmitte stellen und dann war es das auch schon mit der ersten Partie. Kikis Dry Break wurde dann bestraft. Bisschen weiter als man gerne hätte, aber sollte kein größeres Problem darstellen. Ja, da ist das 1:0. Checkbillard.com, a player's secret weapon. It's your personal billiards trainer for your smartphone or tablet. An app that can analyze your game and provide individualized training for every level of play. A quantum leap in training. High-definition videos with world-renowned pros let you see exactly how to make the tough shots. Finally, your own billiards trainer, right in the palm of your hand. Whether at home or at the pool hall, you train whenever you want and where. Jetzt sind wir zum ersten Mal den Georg am, den Schorsch am Break. Auch kein Ball gelocht. Ja, also man sieht schon deutlich, bis auf die wirklichen regelmäßigen Eurotour-Spieler, die dieses Break wirklich gewohnt sind, haben alle ihre Probleme. Das hier hat jetzt hier beim Folie wegmachen die neuen ein bisschen weiter als geplant verschoben, aber ja, spielt keine weitere größere Rolle. Kiki locht eine schwere 1. Hat aber jetzt die Stellung 2. Entschuldigung, die Stellung 2 hat nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatte. Also wird eine Safe spielen hier. Achso, nee. Tut mir leid, das habe ich falsch gesehen. Die 2 ging noch. Aber wie gesagt, ist noch früher. Ja gut, so früh ist nicht mehr. Jetzt könnte ich langsam mal aufwachen. Ja, muss hier mit Safe aussteigen. Und die Safe. Ne, ich glaube, die ist nicht gut. Schorsch hat die Lücke zwischen 5 und 9 und sieht die 3.
nichtsdestotrotz ein sehr schwieriger Ball, weil Stellung auf die 4 hier von der Bande aus ist nicht einfach. Auf Tisch Nummer 1, Beiler Hans-Jürgen gegen Hellingrad Toni. Tisch Nummer 1, Beiler gegen Hellingrad. Ja, das war jetzt nicht wirklich ein Safe-Versuch, aber das Resultat war eine wirklich saftige Sicherheit hier. Er hat versucht, die 3 mit dem Stecher zu lochen und auf die 4 zurückzuziehen, auf aber Tisch Nummer 6, Gudrunner, das hat offensichtlich nicht Tisch funktioniert. 6, Gudrunner gegen Fernhold. Ja, hat er wirklich sehr viel Glück gehabt jetzt mit der Ablage. Kiki hat da, weiß nicht, eine Vorbeine hat sie gar nicht. Oder vielleicht mit einem kleinen Bogen. Ja, da können sie über eine Farbe vielleicht die 3 noch erwischen. Ist aber alles wirklich nicht so einfach. Übergreifer kommt auch noch dazu. Ja, und da ist das Foul. Ja, da konnte sie wirklich nicht viel machen. Schwarz hat jetzt Ball in Hand, aber die Partie ist ziemlich zerfahren. 4, 5, naja, könnte eventuell die 6 auf 8 Kombi spielen, wenn die möglich ist. Dann ist es doch eine einigermaßen machbare Partie, aber auf jeden Fall nicht einfach. Oh, das war ein sehr, sehr vermeidbarer Fehler. Also sich mit Ball in Hand im Safe zu stellen, sollte einem Spieler von seiner Klasse eigentlich nicht passieren. Aber wie gesagt, man muss sich halt auch erst an die Tischgegebenheiten gewöhnen. Ja gut, wenn man den Jump reinschießt, dann ist ja auch egal. Dann kann es auch safe stehen. Ja, guter Ball hier. Aber die Fortsetzung ist jetzt auch wieder nicht einfach. Wenn er die 5 überhaupt voll genug sieht, um sie in die Mitte zu spielen. Müsste ihn noch sehen. Aber es ist ein sehr schwerer Ball. Besonders unten von der Bande. Auf ein enges Mittelloch. In einem unangenehmen Winkel. Das sah sehr, sehr souverän aus. Jetzt denke ich, würde er die 6 dünn anspielen und die 8 mit dem Kissshot lochen. So kriegt er auch automatisch Stellung auf die 6. Ganz genau. Und einen kleinen Winkel, um auf die 7 zu stellen. Dann soll es mit der Partie auch gewesen sein. Ja, ist, denke ich, perfekt auf die 7. Kleines Stück rüber auf die 9 und das ist dann das 2:0. 2:0 für den Schwasch. Thank you.
CheckBilliard.com, a player's secret weapon. It's your personal billiards trainer for your smartphone or tablet. A huge collection of individualized drills keeps you training and improving, whether at home. So, jetzt die Kiki wieder am Break. Das erste Break war nicht erfolgreich, da ist sie gleich bestraft worden. Das Break war jetzt ein bisschen besser, aber ja, leider auch keine Ablage auf die 1. Ja, da gibt es nur eine Möglichkeit, da muss ich einen Push spielen. Das ist immer die Frage, was man da macht bei dem Push. Sollte möglichst möglichst was liegen lassen, mit dem man selbst was anfangen kann. Jedoch wiederum der Gegner nicht wirklich was damit anfangen kann. Ist immer eine kleine Gratwanderung, hier einen guten Push zu spielen. Er lässt jetzt auf jeden Fall Distanz zwischen den beiden Kugeln. Safe ist nicht einfach von hier zu spielen. Lochen braucht man natürlich sowieso nicht überreden. Und genau, man gibt den auch ab. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach von hier. Ich denke, am besten wäre jetzt, wenn sie die 1 auf der rechten Seite ungefähr halb voll anspielt. Die 1 an die eine lange Bande rüber, die 1 an die andere lange Bande. Genau, das macht sie auch. Und versteckt sogar noch hinter der 5. Also wenn er die 5 jetzt, Entschuldigung, wenn er die 1 jetzt nicht dünn sieht, dann war das wirklich eine ganz starke Save. Dann muss er über die Vorwände gehen. Ja, sieht auch so aus. Zwei Vorbanden. Das ist ein recht gängiger Ball. Zwei Vorbanden und die Weiße versuchen auf der Hälfte zu halten, in der sie liegt. Ist ihm aber jetzt misslungen. Er hat die 1 nur ganz dünn getroffen, anstatt voll. Und lässt der Kiki zumindest einen Einsteiger liegen. Kein einfachen, aber immerhin ein Einsteiger. Spielt hier einen sehr starken Ball. Die 1 rein und die Weiße schön rübergebracht für die 2. Ist jetzt nicht ganz einfach von der 2 auf die 3, über die 9 natürlich ein Großteil des Positionsfelds verdeckt für die 3, aber ja, und die 6 stört auch noch beim Handauflegen. Das ist ein recht unangenehmer Ball jetzt. Muss sie sehr genau spielen. Aber die Kiki ist nicht umsonst eine der Top-Spielerinnen in Deutschland. Das war ein ganz, ganz starker Ball. 2 super gelocht. Die Weiße schön über eine Wanne rübergedrückt. Stellung auf die 3. Der Ball ist zwar jetzt etwas lang, aber der Winkel ist perfekt. Sie muss ihn eigentlich nur reinschießen. Alles andere passiert von selbst. Genau. Ah, ja, das ist natürlich... das darf man nicht machen. Ich weiß nicht, warum sie jetzt so viel Nachlauf gespielt hat. Auf Tisch Nummer 2, Löckner Markus gegen Mitschic Schlappbar. Tisch Nummer 2, Löckner gegen Mitschic. Das war jetzt nicht wirklich von Not, aber... Jetzt gucken wir mal, was sie über Vorwände macht hier. Am besten die 4 volltreffen, die Weiße unten halten.
Und die 4 nach oben. Ja, ist fast gut gegangen. Aber lässt jetzt hier einen mittelschweren Einsteiger liegen. Meister Martin, bitte zur TV-Arena. Meister Martin, bitte zur TV-Arena. Danke. Ja, wieder ein super Ball vom Schorsch. Auf Tisch war eine schwere 4. Starter Alexander gegen Hugo Stefan. Und somit ist die Partie jetzt wieder komplett offen. Und das sollte das 3:0 sein. Noch ein bisschen unangenehm der Ball, wenn man über die 9 so ein bisschen drüber greifen muss. Das will man natürlich nie haben, aber ist kein größeres Problem. Schön zurückgezogen auf die 7. Ja, das sieht alles wirklich recht souverän aus beim Schorsch. Bis jetzt keine größeren Fehler eingebaut. Zumindest keine, die bestraft wurden. Und somit steht es 3:0. Checkbilliard.com, a player's secret weapon. It's your personal billiards trainer for your smartphone or tablet. Download it now for free and start taking your game to the next level. So, Georg Kümmel wieder am Break. Das hat jetzt deutlich besser getroffen als das erste Break. Doch der Flügelball ist auch gefallen, die 3. Aber ja, nichtsdestotrotz hat er keinen leichten Einsteiger. Die Weiße ist ein bisschen abgehauen. Schauen wir mal, was er daraus macht. Ich weiß gar nicht, ob die 1 überhaupt geht. Die liegt eventuell Presse an der 4. Dann wird sie nicht durchgehen. Aber so genau kann ich es nicht sehen von hier. Ja, die ging auf jeden Fall nicht. Hat sich fürs Safe entschieden und ja, war perfekt ausgeführt. Ist nicht einfach so ein Safe, da muss man das Tempo sehr, sehr genau timen, damit die Weiße wirklich genau da liegt, wo sie liegen soll. Und was man auch immer mit bedenken muss, ist, wenn ein Ball so leicht rollt, dann kann auch mal der Tisch ablaufen. Weil auch wenn der Tisch noch so gut eingestellt ist, 100%ig gerade, ist kein Billardtisch auf der Welt. Aber hier ist alles glatt gelaufen und ja, Safe wirklich perfekt gespielt. Kiki hat wieder nur einen Vorbänder. Und denn wenn sie einigermaßen voll trifft, dann kann auch die Weiße ins Eckloch abgehen. Ne, aber hat ihn genau gerade getroffen. Ist also nichts Großartiges passiert. Lässt keinen Einsteiger liegen immerhin. Auch keine Kombi. Und eine wirklich,
Eine wirklich offensichtliche, einfache Safe liegt jetzt auch nicht hier. So, hat er was liegen gelassen für die Kiki? So wie sie aussieht, hat sie die Möglichkeit zumindest. Nichts Einfaches auf jeden Fall. Ne, versucht safe zu spielen. Oh, und der war wirklich schönes Safe. Gut gespielt. Gutes Tempo. So, jetzt war ich kurz mal weg. Der Schorsch war im Safe gelegen und hat jetzt einen Ball auf die 2. Das heißt, er hat wohl mit Vorbänder reingeschossen. Habe ich leider nicht gesehen, den Ball. Ja, und durch den Vorbänder oder was auch immer passiert ist, hat er jetzt wieder die Möglichkeit, eine relativ angenehme Partie auszuschießen. Und sogar zum 4:0 zu erhöhen. Ah, ich bekomme einen Co-Kommentator. Das ist natürlich schön. Der Daniel Schöpf aus München gesellt sich zu mir. Bevor ich mich noch alleine um Kopf und Kragen rede. Ja, Daniel. Herzlich willkommen hier. Bin schon drauf. Bist schon drauf? Alles cool, alles drin. Hallo. Grüßt euch zusammen. An alle Zuschauer herzlich willkommen. Die schon so viel wach sind, ideales Wetter zum Billard schauen, oder? Perfekt. Absolut. Das heißt, so früh ist es schon halb elf. Ja, Samstag. Ausschlafen normalerweise. Ja, schön, dass du da bist. Wie schaut's denn gerade aus, Tobi? Wie steht's denn gerade? Für die Kiki sieht's leider nicht gut aus. Die ist jetzt 3:0 hinten und sieht nach 4:0 aus. Ja. Da wird's natürlich schwierig, im Match zurückzukommen. Servus zusammen, hi. Aber wir wissen, dass sie alle die Klasse hat. Genau. Vielleicht kann sie es ja noch absolut machen. Das ist auch die Kiki, die Entwicklung, die sie genommen hat jetzt die letzten Jahre. Echt fantastisch, also spielt echt ein sehr, sehr gutes Billard. Gestern Abend so ein bisschen beim Einspielen mit ihr gespielt und ist echt toll, also was sie kann. Ja, ich habe es nebenbei ein bisschen mitbekommen. Viele Chancen hattest du ja nicht. Nee. Viele Chancen hat die Kiki nicht gegeben. Nee. Ja. Nee, war echt, spielt echt gut. Ja, ich würde mir wünschen, dass sie es jetzt hier auf dem TV-Table auch auf das Spiel ein bisschen rüberbringen kann. Ah, da sind wir live. Servus. Auf der Kamera. Hi. Hallo. Genau. Nee, echt, auch das Turnier ist großartig hier, also mir macht es immer wieder Spaß. Checkbilliard.com, a player's secret weapon. It's your personal billiards trainer for your smartphone or tablet. Download it now. So, jetzt wurde man gerade von der Werbung unterbrochen, aber der Daniel wollte gerade die Salzburg Open loben. Ah ja, großartig hier. Also zu Besuch bei Freunden, sage ich immer. Das ist einfach
Das Lokal ist fantastisch, die Wirtsleute, die Windels, Robert und Romana großartig und auch das ganze Team, das hier nicht nur hier arbeitet, sondern auch hier im Verein aktiv sind. Also es macht unheimlich viel Spaß, hierher zu kommen. Also das ist echt super. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, bin ich absolut gleicher Meinung. Also jeder, der jetzt, haben wir den langen Weg nach Pinneberg gemacht, zu den Pinneberg Open und auch ein tolles Vereinslokal, jetzt war ich im Norden, jetzt bin ich ganz im Süden. Wo ist schon der Daniel? Ach, alles hat seinen Reiz, sage ich jetzt nochmal, alles ist schön. Also nein, die Pinneberger, da muss schon sagen, daheim ist ja immer am schönsten. Natürlich ist daheim am schönsten, aber die Pinneberger haben auch einen fantastischen Job gemacht. Und ich kann jedem nur raten, auch einmal, die am Stream sind, die auch von weiter weg sind, nehmt die Reise mal auf euch hierher zu den Salzburg Open und schaut euch das mal an. Die Stadt ist wunderschön, man kann das schön verbinden. Also ja, absolut, kann ich auch jedem empfehlen. Also Salzburg ist wirklich wunderschön. Ja. Da gibt es genug, was man sich anschauen kann. Da kann man viele Tage und Wochen damit füllen. Ja. Und das Turnier ist absolut perfekt organisiert. So, schauen wir mal zurück, oder? Am Tisch. Ja, schauen wir mal. Kiki hat einen Push gespielt. Kiki hat sehr gut gebreakt. Da sieht man wirklich, dass sie es gewohnt ist, mit der 9 auf den Fußpunkt zu breaken. Sie spielt immer die Euro-Tours und da wird es ja immer, wird das Break ja immer so gespielt. Standardregel, genau, auf der Euro-Tour. Genau, das Break war eigentlich sehr gut, aber leider sind die 1 und die 2 gefallen und die 3 war unten an der Bande. Da konnte sie jetzt nicht viel machen, außer einen Push. Gleich mal eine Vorankündigung für die nächste Partie. Martin Meister gegen Jörg Laupitz haben wir dann hier im Stream. Als nächste Partie dann. Bayern gegen Baden-Württemberg. Bayern gegen Baden-Württemberg, genau. Ja, hoffen wir, dass der Martin die heimatlichen Farben gut vertritt. Ja. So, Safe-Versuch nicht funktioniert. Kiki am Tisch. Kiki auch mit einem Safe-Versuch. Ah. Das ist so, du hast zwei Möglichkeiten, Safe zu stellen und stellst ihn immer genau zwischen rein, gell? Ja, die 50-Yard-Line. Genau. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Das ist echt immer faszinierend. Wenn man sich halt im Kopf, man stellt sich im Kopf eigentlich vor, irgendwo da hinten rein, aber irgendwo genau, da hinten rein. Entweder da oder da, genau, aber irgendwo bleibt da, halt immer dazwischen. Genau, irgendwo da hinten rein funktioniert halt nicht, weil der Arm macht es einfach nicht. Der kennt nicht irgendwo da hinten rein. Ganz genau. Der kennt einfach nur hinter die 9 oder hinter die 8. Und wenn du dir das im Kopf vorstellst, dann macht dir das der Arm auch. Ja, ganz gut, der braucht einfach nur eine klare Anweisung. Ja. Ah, wie wir sehen, schon, da trügt ein bisschen die Kameraperspektive, hat gerade einen Jump ausgepackt. Ja, ich dachte eigentlich, ja, ich glaube, dass er aber die 3 auf der linken Seite zumindest noch sehen kann. Aber damit kann er halt nicht viel anfangen. Der Jump gibt ihm vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja. Daniel, du bist in Spielkleidung, hast du schon gespielt heute? Ach, ja, genau, ich habe angefangen, ich habe um 9 gleich die erste Partie gehabt und war der Glücklichere von beiden. Warst der Glücklichere? Ich hab ganz ordentlich gespielt, ich habe 6-1 gewonnen, aber übers... Ah, okay. Es ist 9-bar, also die Regeln sind einfach so, dass es nicht angesagt werden muss, welche Kugel fällt. Man muss die niedrigste Kugel am Tisch anspielen. Richtig. Auch so eine Dreier-Kombi mit einem Jump, genau. Zählt dann einfach mal. Genau. Hat aber jetzt ich glaube, ein bisschen Pech mit der Ablage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die 3 spielen kann. Er schaut sich genau gerade an, ja. Wo sind wir stehen geblieben? Dein Match? 6-1 gewonnen? 6-1 gewonnen, okay. Hört sich souverän an. Ja, ich habe ganz gut gespielt, aber auch ein bisschen glücklich. Es ist okay, gehört dazu, im Billard einfach. Ja, wenn man gut spielt, soll man auch mal belohnt werden, ein bisschen Glück. Alles keine Maschinen. Schwerer Ball, geht mit dem Kö hinten hoch. Ein Stecher, so ein bisschen von oben kommend. Sehr schön gespielt, ein schwerer Ball einfach. Super stark gespielt, ja. Technisch sehr, sehr schwierig. Ja, weil man die Körperachse verlässt, wie man normal immer steht und einfach dann, das macht man zu selten. Man trainiert es auch viel zu selten und deswegen ist der Ball, wird er dann schwer, sobald man aus der Körperachse, aus seinem normalen Spiel rausgehen muss. Wenn man die Körperachse verlässt, also man hört schon, der Daniel, der weiß absolut, wovon er spricht. Ach Tobi, vielen Dank. Nee, aber das ist echt... Das ist immer, wenn die Billardspieler, gerade hier in dem Stream, wenn ihr da zuschaut da draußen, wenn die das in Perfektion spielen, das sieht echt aus, als ob das ganz leichtes Spiel wäre. Aber ja, es sieht absolut einfach aus. Unheimlich viel Arbeit dahinter mit so einer Perfektion. Ja, die Wahrheit ist, dass es halt eins der technisch schwierigsten Spiele oder Sportarten ist, die es überhaupt gibt. Ja. Und bis man da mal einigermaßen auf einem technisch ordentlichen Niveau ist, das dauert viele, viele Jahre Training. Ja. Also das ist, da ist es
dass man es mal vergleichen kann. Also es gibt noch zwei anspruchsvollere Sportarten von der Technik. Das ist Stabhochsprung und dann kommt Golf und dann sind es eigentlich wir schon. Ja. Weil dieser Bewegungsablauf beim Stabhochsprung und beim Golf so komplex ist, der einfach keine Fehler verzeiht, und das ist beim Billard eben auch so. Beim Billard ist halt das andere. Du darfst dich eigentlich gar nicht bewegen, der ganze Körper nicht, sondern nur der Arm. Und sobald du eben dich ein bisschen bewegst, veränderst du schon den Ball. Und dementsprechend macht es das so schwierig, ja, das Billard. Ja. Absolut. In der Kneipe sieht das dann immer so aus, so einfach und sowas. So, sind wir raus gerade wieder. The future of billiards training is here. Introducing the DigiQ, a small electronic coach that fits inside of a custom rubber housing and attaches to the butt end of any pool, snooker, or carom cue. Simply slide the DigiQ onto the butt end of your cue, push the power button, and then play the game of your choice. The DigiQ constantly monitors your stroke for inconsistencies and gives you immediate feedback by silently vibrating when it detects jab strokes, steering, body English or movement, standing up during your stroke. The DigiQ will force you to bear down on every shot. It will condition you to keep your head and body still during your follow-through, leading to a lasting improvement in the consistency of your stroke. The DigiQ comes in three different modes: beginner, intermediate, and advanced. Get serious about your game. This is Q Training Evolved. Can you beat the DigiQ? So, sind wir wieder. Sind wir wieder drauf. 4-0. Pieler Bergeli gegen Wendel Thomas. Tisch Nummer 16, Pieler gegen Wendel. Und auf Tisch Nummer 9. Ich bin gerade am Rügel, ich weiß den Namen gerade nicht. Georg Höberl ist der Name. Der Höberl, Georg, ist das. Okay. Ich glaube sogar, ich habe letztes Jahr auf den Salzburg Open gegen ihn gespielt. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, ja, und bei mir war es nicht erfolgreich. Er ist absolut ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, genau. Österreichischer Topspieler. Ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr, glaube ich, im Viertelfinale gegen ihn gespielt und bin dann auch, musste dann auch die Segel streichen, sozusagen. Ja, es ist auf jeden Fall keine Scheine, gegen ihn zu verlieren. Nein, die sind echt gut hier, die Jungs. Um nochmal kurz jetzt aufzugreifen, was du gesagt hast, wie schwierig Billard wirklich ist. Stabhochsprung und Golf sind auch meiner Meinung nach technisch ein wenig anspruchsvoller. Was aber beim Billard dazu kommt, ist die taktische Komponente. Und meiner Meinung nach ist das halt genau der Punkt, an dem Billard dann nochmal um Vielfaches schwieriger wird. Wenn man zum einen die taktische Komponente eben umsetzen muss, und zum anderen, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade durcheinander, weil ich gucken wollte, was auf dem Tisch passiert. So, was wollte ich sagen? Genau, weil im Billard eben zum einen die taktische Komponente so groß ist. Es ist wirklich, wie zum Beispiel auch Albert Einstein schon gesagt hat, wie ein Schachspiel teilweise. Und das andere ist eben, dass man alles, was man taktisch machen möchte, dann auch noch technisch perfekt umsetzen muss. Und das ist genau der Punkt, an dem Billard dann wirklich so schwierig wird. Ah, sehr guter Ball von der Kiki gerade, super Ball. Ja, auch als Stecher wieder reingegangen, perfekte Stellung. Super, super Ball gespielt. Jetzt könnt ihr endlich mal anfangen, Partien zu gewinnen. Ja. Ist leider schon sehr weit hinten. Ja. War ein bisschen unglücklich am Anfang, hat ein, zwei Fehler eingebaut. War ganz schnell. Die untypisch sind für sie eigentlich so ein bisschen. Ja, es ist aber auch TV-Table spielen, ist ein bisschen andere Beleuchtung. Klar, ist immer eine besondere Situation. Yeah. Der Tisch spielt sich ein bisschen anders als man gewohnt ist vielleicht. Ja. Die Zuschauer machen es vielleicht auch nicht einfacher. Ja. Das ist auch eben noch eine Komponente, der Kopf. Ja? Das ist also nicht nur der Arm, sondern der Kopf, der ist dann beim Billard echt entscheidend. Schaut gut aus. Stellung 6 auf 7 wird noch eine Situation. Schauen, ob sie den Kombi vielleicht sich einstellt. Weil die 9 im Loch liegt. Liegt nicht ganz im Loch. So, jetzt schauen wir es uns an. Ja, ich denke, sie hat genug Winkel auf die 6. Tief rechts, oder, Tobi? Tief rechts oder hoch über links. Über zwei Banden.
Ja, das ist die Frage, ob sie die 7 in das Loch von der 9 wird die gehen, glaube ich. Ja, ich denke schon. Ja, sie spielt hoch links, über zwei Bahnen runter. Love Forest. Nee, das war jetzt nix. Hätte sie ein bisschen mehr E4 einbauen müssen. Ja. Das ist ja halt genau die Stelle, wo man nichts hin will mit der Weißen. Ja. Entweder links oder rechts von der 7. Genau, jetzt hast du gesagt, ein bisschen E4. Das ist so, da reden wir hier von Millimeter-Entscheidungen, ja, die absolut auf der Weißen sind. Also der Ball war gut gespielt, aber... Der Ball war gut gespielt, aber es sind eben genau diese Millimeter-Entscheidungen, ja, die dann am Ende einen halben Meter ausmachen. Genau. Wo die Weiße ja eben anders liegt. Ja. Und geht's das ist genau die Schwierigkeit. Geht sie den Banker an? Ich glaube, sie versucht oder den dünnen. Direkt? Ich glaube, sie versucht die sieben dünnen reinzuschneiden. Ja. Hat sie die Oma gerade in der Hand gehabt? Also diese Brücke sozusagen, die sie unterstützt, weil die Weiße einfach sonst nicht erreichbar wäre für sie. Mit der Körpergröße. Der Georg hätte vielleicht keine gebraucht. Nein, er hätte vielleicht keine gebraucht. Das ist doch ein langer Stück ist größer. Jetzt kann es dann schnell vorbei sein auf 6. Ja. Wechselbreak, schwierig zurückzukommen, Tobi. Was sagst sehr, du? Wechselbreak, ja, Winnerbreak? Ich was? Bin der Meinung, dass es eigentlich relativ egal ist. Ich denke, dass es auf die lange Sicht gesehen wird sich nicht viel nehmen, was passiert mit Wechsel oder Winnerbreak. Vor allem, wenn das Break, so wie hier, schwierig ist, wenn die 9 auf dem Fußpunkt liegt, da macht es nicht so einen großen Unterschied, weil auch im Winnerbreak nicht so viele Partien am Stück dann geschossen werden. Ja. Ah, schon vorbei. So, es ist schon vorbei, ja. Ja, war schon das 6:0. Unter Wert geschlagen, weit unter Wert. Ja, leider. Da ist sie wirklich weit unter den Möglichkeiten geblieben. Ja. Schade. Hätte man lieber ein spannendes Match gesehen, aber ja. Kiki ist nie wirklich reingekommen ins Match, leider. Nee, genau. Bei mir ist es so, ich muss, wird ein kurzes Intermezzo sein, weil bei mir geht es jetzt dann bald wieder weiter. Ja, dann bin ich wieder allein, das ist kein Problem. Das ja, das schaffst du schon, Tobias. Also, du bist ein, bist ja ein großer Junge. Ja, gut. So, dann, ich sage jetzt mal Tschüss. Ja, und genau, und du, vielen Dank fürs Mitkommen. Ja, sehr gerne. Dir noch viel Spaß. Mörtel. Mörtel. Soll ich wegkommen? Nee, das stört nicht. Auf Tisch Nummer 7, Lila Bergele gegen Wendel Thomas. Tisch Nummer 7, Lila gegen Wendel. Und auf Tisch Nummer 13, Hinter Tobias gegen Hager Armin. Tisch Nummer 13, Hinter gegen Hager. Ich suche mir jetzt mal gucken.